Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir haben mit der letzten Folge mitten im Kampf aufgehört und ich habe mich auch ausloggen müssen, also es ist mittlerweile ein Tag später bei mir und bei euch auch. Ja, ich hoffe mal, dass die Mutti nicht wieder volle Leben hat. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn man sich einmal ausloggt. Das wäre echt schlecht, wenn die wieder volle Leben hat. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nicht der Fall ist. So, wir haben Lebensmittel noch genug. Wir haben halt keinen Frosttrank mehr, aber den jetzt erst zu brauen, das dauert wirklich zu lange. Ja, ich hätte vielleicht doch ein bisschen besser vorbereiten sollen. Wir können aber mal gucken. Wir haben 8 Obsidian. Können wir da schon Obsidian-Pfeile herstellen? Wir brauchen 4. Geil, dann können wir 2 Stacks davon machen. Und sind zumindest, was das angeht, schon mal etwas stärker unterwegs. Ich kloppe jetzt hier einfach nochmal ein paar Steine mit rein. Noch ein Stack Federn. Und Holz brauchen wir noch. Zack. Und auf geht's. So, Obsidian-Pfeile. 2-mal. Hauen 52 rein. Das kommt den Nadelfeilen doch schon sehr, sehr nah. Perfekt. Wo sind sie denn? Hier. Hier erstmal aktiv. Was haben wir denn? Na gut, wir haben schon wieder 110 Pfeile. In der Zeit müssen wir eh schon wieder Bogen reparieren gehen. Also können wir jetzt auch losstatten. Einmal Federn. Stein, Stein. Und das Holz noch weg. So, Attacke. Lebensmittel sind alle noch relativ... Ah, ausgeruht noch. Entschuldigung. Lebensmittel sind soweit alle noch okay. Brauchen wir erstmal nicht nachpfeffern. Und mir krabbelt schon wieder die Nase. Mann, Mann, Mann. Das ist wirklich immer, sobald ich mich hinsetze und aufnehme, geht's los. Ich glaube, das ist so ein psychisches Ding. Weil dein Gehirn einfach weiß, ja, jetzt bist du halt gerade am Aufnehmen. Jetzt solltest du nicht deine Nase krabbeln. Und genau deswegen geht's dann los. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, zumindest ist es nur die Nase und nicht der Sack. Das wäre noch schlimmer. So, Steinsuche war's. Sind wir ready? Ich glaube, wir sind ready. Oh, bitte lass die Mutti immer noch halbes Leben haben. Es wär so doof, wenn das nicht der Fall ist. Jawohl, jawohl, jawohl. Okay, perfekt. Wo ist sie denn? Oh, hier oben gleich. Jetzt haben wir hier mal ordentlich Obsidian-Pfeile in ihren Nacken. Oh, sie greift gleich an. Nee, die hat uns... Nee, das war Fallschaden. Ich dachte schon, sie hat uns getroffen. Ich sehe schon wieder keinen Schaden. Und direkt zweite Attacke. Ah, wir dürfen nicht so nah ans Portal. Wir dürfen auf keinen Fall so nah ans Portal. Wir müssen auf die andere Seite, Leute. Und wieder? Alter, was ist denn mit der los? Ist die irgendwie ein bisschen aggro? Nein, jetzt kommen Wölfe. Ich sag's vor allem letzte Folge noch. Gott sei Dank kommt die hier nicht mit Wölfen. Ah, Gott, das könnte unser Tor... Oh Gott, das hat uns nicht dolle getroffen, ne? Aber wir haben keine Ausdauer. Ausdauertrank rein. Los, Attacke. Ach, shit. Ach, shit, ach, shit, ach, shit. Hoffentlich greift die jetzt nicht gleich wieder an. Erstmal die Wölfe hier wegkloppen. Oh, oh. Leute, Leute, Leute. Das war gerade nicht zu spaßen. Zum Glück hatten wir noch einen Ausdauertrank bei. Jetzt ist halt die Frage, wenn die... Oh, 65. Geil. 70 Schaden. Leute. Joa, jetzt ist halt die Frage, wenn die Mutti anscheinend eh Ewigkeiten wartet. Also wenn wir uns sogar ausloggen können. Ob wir uns nicht vielleicht doch nochmal ein paar Tränke brauen. Ich muss wieder ein bisschen mehr auf die Ausdauer achten, dass ich hier mich nicht komplett runterschieße. Wir brauchen echt Ausdauer, um wegzurennen, wenn die Attacke macht. Jetzt flippt sie gleich aus. Aber die Obsidian-Pfeile sind prinzipiell schon mal ziemlich gut. Ich muss sagen, mir macht der Kampf echt Bock. Also dieser ganze, das rote Setting so am Himmel... Die Musik und die Drachenmudi. Es bockt schon. Hoffentlich sterben wir nicht. Da bockt es nicht mehr. So, Alttür rein. Attacke. Einmal können wir noch, dann greift sie an. Alles easy. Alles easy, meine Gute. Wir müssen halt nur treffen. Ist gar nicht so einfach. Was macht sie jetzt? Oh, ich glaube, sie wird böse. Kommen wieder Wölfe? Lebensmittel sind alle noch IO. Ich habe jetzt erstmal kurz die Ausdauer regenerieren lassen.
Sitzt du zwar gerade schön. Oh, guck mal oben, wie viel Schaden so ein Obsidian-Pfeil reinballert. Geilo. Ich hoffe einfach, hier kommen jetzt nicht gleich wieder Wölfe. Komm, Mutti. Jawohl, wir haben es doch bald. So, wieder ein bisschen Ausdauer regenerieren. Ein Pfeil geht noch. Einer geht noch rein. So, einer noch, komm. Zack, und wieder ein bisschen Ausdauer sammeln. Wie sieht's denn aus? Wir haben noch 5 Obsidian-Pfeile. Bogen ist aber auch schon wieder zum Drittel in Arsch. Ich weiß halt nicht, ob ich den immer ganz durchspannen muss, aber ich glaube, dann macht's mehr Schaden, ne? Kostet halt immer viel Ausdauer. Ah, ich hätte gern noch so einen Ausdauer und einen Lebenstrank, ehrlich gesagt. Vielleicht müssen wir uns... Wir dürfen nicht so nah hier drüben dran. Komm, greif an. Oh, oh, shit. Oh Gott, wie lange noch? 4 Sekunden? Ich weiß nicht, ob sie das nächste Mal gleich angreift. Wir müssen wieder Leben regenerieren. Wir können noch nichts nachhauen, ne? Ne, es blinkt noch nichts, glaube ich. Oh, oh, bitte gib Leben, ey. Bitte. Ah, nein! Oh Gott. Oh, shit. Oh Gott, und jetzt kommen noch Drachen. Leute, wir müssen nach Hause. Es geht nicht anders. Wir müssen zum Portal. Sonst haben wir ein großes Problem. Nein! Hau ab! Wir müssen nach Hause. Es tut mir leid. Ich weiß, das ist ein bisschen feige gerade. Oh Gott, mein Herz. Aber mit einem Drachen und vielleicht noch einem Wolf und gerade plus 35 Leben. Boah, nee, Leute. Das ist mir gerade echt zu aufregend. Man sieht es vielleicht nicht in der Kamera, aber glaubt mir, mein Herz geht gerade echt gut ab. Ja, wir können echt nur hoffen, dass jetzt nicht irgendein anderer Drache oder so ein kleiner oder so ein Wolf anfängt, das Portal anzuknabbern. Dann haben wir echt ein Problem. Gut, wir müssen wieder zurück. Ich bin echt froh, dass ich das Portal in der Nähe aufgestellt habe. Das wäre sonst ziemlich schlecht geworden. Das Problem ist, die Tränke dauern halt Ewigkeiten, ne? Ah, guck mal, wir haben da noch Frostwiderstand. Ich, Vollidiot. Pack mal 2 raus. Gift bringt uns allerdings gar nichts. Ja, die Tränke dauern zu lange. Oder wir hauen vielleicht doch mal... Komm, wir hauen mal das Schlangenfleisch auf den Grill. Wo habe ich denn das hingepackt? Hier haben wir es. Mal gucken, was das bringt. Vielleicht macht es uns ja doch nochmal eine ganze Nummer stärker. Holz haben wir einstecken, das passt. Hau mal Holz drauf. Was haut denn der jetzt drauf? Ist das das Schlangenfleisch oder... Nee, das waren jetzt erst 2 mal Wolfsfleisch. Die Kochstation ist zu schwach. Ach, Manu, ist das euer Ernst oder was? Es ist Feuer. Wie kann das so schwach sein? Es ist doch Feuer. Auch Menno. Ach, schade, Leute. Das heißt, wir brauchen dafür richtig einen Ofen oder sowas. Ach, Menno. Naja. Gekochtes Wolfsfleisch haben wir. Ich weiß nicht, ob wir... Also das wird ja nicht so stark sein. 45 Gesundheit und 3 HP. Also geht eigentlich sogar. Aber wir haben jetzt hier kein neues Rezept dazu bekommen. Leute, der Trank dauert zu lange. Da müssen wir hier 2 mal schlafen. Wir müssen es weiter so versuchen. Da müssen wir halt immer wieder abhauen. Auch wenn das echt ein bisschen feige ist. Und vielleicht auch so nicht vom Spiel gedacht. Aber ich denke, es ist jetzt auch nicht der Plan, hier erstmal 3 Tage zu verbringen. Bis die Mets fertig sind. Wir haben jetzt noch 62 davon, 13 Feuerpfeile. Wir können jetzt auch Lebensmittel wieder nachhauen, das ist schon mal gut. Dann haben wir zumindest wieder volle Punkte und so. So, alles 3 ist nochmal rein. Komm, Attacke. Es geht wieder los. Hau mal noch ein bisschen Leben durch, schnell. Jawohl. Ausgeruht-Skill habe ich jetzt gar nicht geguckt. Oh, oh. Ich höre es schon. Müssen wir erstmal gucken. Jetzt kommen noch Skelette, oder was? Wir müssen jetzt erstmal die kleinen Viecher weghauen. Nein, nicht so nah am Portal. Wir müssen wieder weg. Das bringt alles nichts. Oh, oh, wenn das kaputt ist, haben wir komplett verloren. Ja, ist gut, Mutti. Ich muss mich erstmal um deine Kumpels kümmern. Okay, der Pfeil war umsonst. Sind jetzt erstmal alle tot. Ich glaube ja. Zack. Und hier Frostwiderstand wollte ich da reinkloppen. Der hält 10 Minuten. Dann kommen wir die Folge mit dem noch durch und haben nächste Folge auch noch ein. Mist, die Ausdauer.
Wir brauchen Ausdauer. Ja, mit den anderen Gegnern ist natürlich mies. Ich hatte es echt sehr, sehr gut empfunden, dass das die ganze Zeit nicht der Fall war, weil das ist immer das, was die Schwierigkeit macht, wenn du dich auf mehrere Viecher gleichzeitig konzentrieren musst. Wie gesagt, vielleicht ist es auch dumm, dass ich hier komplett auf Bogen gehe. Aber wir haben ja gesehen, mit einem so einem Flügelschlag haut die uns echt ordentlich was rein. Ich habe das Gefühl, die backt auch hier immer mal ein bisschen rum. Ich weiß auch nicht warum. So, jetzt gibt es ein paar Pfeile in den Arsch. 55 Schaden. Direkt auf dem Anus. Jawohl. Wir haben es doch fast. Guck mal, wir müssen Ausdauer regenerieren. Ich weiß halt nicht, ob sich das irgendwie bemerkbar macht, wann die Kumpels ruft. Ob das hier durch so einen Schrei oder so kommt. Oder ob ich mich da wirklich überraschen lassen muss. Komm, greif an. Brauchst dich nicht, oder was? Alles easy, alles easy. Wir haben auch hier noch einen Baum zum Verstecken. Guck mal, sie setzt sich direkt wieder hin. Ich glaube, jetzt kommt Drachen. Ja. Wusste ich's doch. Ich glaube, die Mutti greift auch an, oder? Ne, die Mutti ist noch ruhig. Ich habe bloß keine Ausdauer, um mich um das Vieh zu kümmern. Nein, 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 schlecht. Hau ab, hau ab, hau ab. Okay, wir haben erstmal einen guten Standort. Der Drache ist fast tot. Diesmal war es anscheinend wirklich nur ein Drache. Da oben sehe ich noch irgendeinen Drachen rumflattern, aber der bleibt irgendwie noch auf Abstand. Warum auch immer. Also diesen Eisstrahl-Move oder was die da macht, das ist ja wirklich lächerlich. So, Ausdauer. Den Drachen da oben lassen wir erstmal in Ruhe, würde ich sagen. Solange der nicht ankommt, kommen wir auch nicht an. Ist halt echt Glück gewesen hier mit dem Turm gleich, dass das da ein bisschen geschützt drin ist. Hätten wir das Portal einfach so irgendwo hier in die Pampa gestellt, wäre das echt schlecht geworden. So, Mutti. Ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber an sich treffen wir eigentlich ganz gut. In dem Moment verschieße ich natürlich. So, wieder ein bisschen Ausdauer. Ja, ah, jetzt kommen wieder Viecher. Komm, den haben wir direkt weg. In einem Zug, jawohl. Wölfe sehe ich erstmal nicht. Nein, ein Golem. Ach, das ist nicht der Ernst. Wie soll ich denn jetzt noch einen Golem besiegen? Oh Gott. Wir können halt nur darauf hoffen, dass der echt langsam ist. Und die ganze Zeit abhauen vor dem. Kann ich da jetzt nicht noch um den Golem kümmern? Oh, Leute, werden sich das einfallen lassen? Ist das euer... Oh, oh, gut, er rennt wieder weg. Er rennt weg. Wir müssen aber auf jeden Fall noch einmal nach Hause. Weil Bogen und Pfeile bald tot. Oh, 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 nein, das war dumm. Entschuldigung, Leute. Das ist die Aufregung. Machen wir da gerade Schaden? Ja, machen wir. So, wir brauchen Ausdauer. Ich will eigentlich nicht dahinter, weil der Golem gerade sich dort wieder versteckt hat. Den werden wir halt gleich anlocken, aber wir haben auch bloß noch 11 Pfeile, also wir müssen. Aua, 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 das war ja doof. Was habe ich denn da gemacht? Ich hoffe halt bloß, dass wir den Golem jetzt nicht irgendwie dooferweise hier zum Portal locken. Oh, oh, die Mutti ist auch direkt hier. Bitte lass die jetzt nicht mit Flügelschlag oder so unser Portal zerstören, das wäre echt richtig bad. Ja, aber ist doch auch mal eine Variante, den Endgegner zu besiegen, oder? Die ganze Zeit einfach wieder mit dem Portal abhauen und sich erstmal in Ruhe entspannen. Wenn es das Spiel ermöglicht, darf man es auch ausnutzen. Gut, Leute, wir brauchen wieder Pfeile. Ich hoffe mal, dass wir überhaupt noch genug Federn haben. Ja, gut, das passt noch. Dann brauchen wir nochmal Holz. Was haben wir denn für die Feuerpfeile gebraucht? Harz, ne? Ich glaube Harz. Mal reparieren, dann Feuerpfeile wieder rein. Das wird jetzt das letzte Mal, glaube ich. Wenn wir jetzt wieder hochgehen, müssten wir es eigentlich erledigt haben, solange wir es uns mit den Pfeilen noch leisten können. 80 Stück und 11. Hm,
ich zu wenig Harz einstecken habe, ne? Komm, wir hauen mal ein bisschen Harz nach. Aber es müsste das letzte Mal jetzt sein und dann brauchen wir auch nicht mehr so dolle Angst haben. Zwecks dem Portal, dass das zerstört wird. So, jetzt haben wir 140, 151 Pfeile. Die hat nicht mehr viel Leben, die gute. Hey, weg mit dem Zeug. Ja, komm, den Rest lasse ich jetzt einstecken. Ich will nicht so viel Zeit vertrödeln. Oh, wir holen das nochmal fix ausgeruht. Komm, mach die neuen. Perfekt, setz dich hin. Oh, und jetzt geht's in den Endkampf, Freunde. In das Ende des Kampfes, wollte ich sagen. Dann haben wir die gute erledigt. Komm. Zieh durch, ausgeruht. Attacke. Hier, ich habe da eine Drachenmudi zu erledigen, ne? Okay. Ja, wir könnten natürlich, wir hätten nochmal Brechbären reinhauen können. Aber aktuell, glaube ich, ist es noch okay, aber ein paar Minuten wird es dann nachlassen. So, jetzt erstmal Ausdauer wieder voll. Portal ist noch verbunden. Ah, nein, ich habe den Bogen vergessen. Ah, Portal ist schon mal noch verbunden. Ist prinzipiell erstmal ein gutes Zeichen. Werkbank? Nee, das war nicht die Werkbank. Wir mussten hier rüber. Ah, Attacke. Jetzt, Leute. Jetzt holen wir sie. Also, Ausdauerbild war auf jeden Fall die beste Entscheidung. Ein bisschen mehr Leben wäre schon cool gewesen. Aber wir kriegen das schon hin. Jetzt müssen wir nur ein bisschen hoffen, dass dieser Steingolem uns in Ruhe lässt. Weil den sehe ich gerade als größtes Problem. Oh, ich glaube, die ist nah. Nein, nicht wieder durchrennen. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Da oben. Nicht gleich erwischen lassen. Ui, das war aber eine ganz knappe Kiste. Habe ich die Feuerpfeile? Nee, habe ich nicht. Komm, Attacke. Greift gleich wieder an. Hinter den Baum. Nee, doch nicht. Sie setzt sich hin. Wir müssen halt wirklich immer so ein kleines bisschen... Ah, shit. Nicht den Baum noch auf mich fallen lassen. Gott, das war gerade richtig dumm. Nein, nicht... Ah, Mann, was ist denn nur los? Bin ich jetzt doof? Wir haben sie doch fast. Nein. Hau ab, hau ab, hau ab. Wir brauchen Ausdauer, Leute. Ach, Mann, was ist denn jetzt gerade passiert? Entschuldigung. 59 Leben bloß noch. Jetzt irgendwo ein Wolf aus dem Gebüsch kommt, haben wir echt ein Problem. Komm, zieh wieder Leben durch. Mach ein bisschen schneller. Ich brauche Leben. 77. Wir haben es doch fast. Komm, einmal hier in den Flügel rein. Jawohl. Bam, 86 Leben. Es geht voran. Und die Mutti ist gleich tot. Wir müssen kurz wieder Leben holen. Ausdauer regenerieren. Kann gar nicht mehr quatschen. Ah, es ist auch echt aufregend. Ich liebe die Bosskämpfe in dem Spiel. So, sie wird gleich Attacke machen. Oder sie holt Kumpels. Nicht treffen lassen. Boah, ich zitter richtig. Man sieht es teilweise, wenn ich hier mit dem Bogen ziele. Ah, shit, wir haben gar keine Ausdauer mehr. Ganz schlecht. Komm, Leute, zwei, drei Pfeile noch. Dann haben wir's. Zack. Zack. Und ein noch. Wir haben's. Wir haben's geschafft. Jawohl. Haha. Und der nächste Boss tot. Das war doch easy. Also wir mussten echt oft nach Hause, das stimmt aber. Geilo, da haben wir die Drachenmutter-Trophäe. Neues Bauobjekt. Drachentrainer-Handwerkstisch. Ah nein, jetzt kommt der Golem und der macht uns jetzt noch tot. Das wär's doch. Ich bin echt froh, dass der uns in Ruhe gelassen hat. War das alles, was hier hat fallen? Oh, 110 Stein. Alter Schwede, wir müssen auf jeden Fall da nochmal zurück. Was liegt denn hier noch Schönes? Drachenträne. Ganze Menge Drachentränen. Wir müssen halt mit dem Golem ein bisschen gucken. Das letzte Mal konnten wir den kaum blocken, ne? Aua! Junge, Junge, Junge. Oh Gott, nicht jetzt lecken, bitte. Wie sieht's mit Feuerpfeilen bei dem aus? Wahrscheinlich ganz schlecht. Ah, das bringt gar nichts. Wir haben aber auch gerade echt wenig Leben. Ich möchte es nicht riskieren mit ihm. Nur ein bisschen Schiss, dass der uns das Portal kaputt haut. Aber wir haben ja prinzipiell erstmal alles geholt. Ah, ich will jetzt halt echt nicht sterben, ne?
Nee, komm, wir lassen. Na komm, ich probiere den nochmal zu blocken. Ich würde echt gern wissen. Nein, ich habe kein Schild einstecken. Was, oder ausgerüstet. Was ist denn da los? Doch, so geht's. Okay, wir kriegen ihn doch wieder geblockt. Müssen nur ein bisschen auf die Ausdauer gucken. Komm. Na, das war jetzt nicht perfekt. Dachte, er greift ein bisschen. Ah! Bisschen früher an, das war dumm jetzt. Aber wir kriegen den noch schnell, komm. Bevor der uns noch das Portal hier kaputt kloppt. Ja. Och nö. Ah cool, der greift den Golem an. Jawohl, er ist abgelenkt. Ich kümmere mich jetzt trotzdem mal um den Drachen. Wenn ich ihn denn wiederfinde. Da oben ist er. Gott, den treffe ich doch nie. Ach Leute. So, perfekt geblockt. Komm, zack, 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 zack. Jetzt einmal noch und dann haben wir es doch. Hm. Ah Gott, oh Gott, 22 Leben. Leute, ich mach Scheiße. Ja, kommen da auch noch ein paar Feuerpfeile rein. Gehen wir auf Nummer sicher. Was soll der Geiz? Da haben wir den. Holen wir uns noch den Drachen. Und die Ausdauer fehlt. So, haben wir es auch. Perfekt. Alles erledigt. Komm, lass mich hier hoch. Ach, Runenstein lesen. Das ist hier von dem Ding. Ich dachte jetzt schon. Hat der... der Golem irgendwas fallen lassen? Mal, hier liegt auf jeden Fall noch eine Drüse. Ja, wir gehen hier auch später nochmal hin. Hier liegt so viel Stein und so rum. Was die Mutti alles kaputt gekloppt hat. Guck mal, hier ist auch noch eine Drüse. Ja, an der einen Drüse liegt es jetzt natürlich. Komm, hau hier so einen Samen raus. Reicht nicht. Verdammt, zwei Holz. Jetzt aber. So, Leute, auf nach Hause. War doch ein geiler Kampf, oder? Wir haben es, denke ich, bestmöglich gelöst. Mit ein paar Rückzügen nach Hause. Aber ansonsten war es doch soweit in Ordnung. Wir hätten halt wirklich, wenn wir richtig viel ordentliche Pfeile gehabt hätten, wäre es schneller gegangen. Aber ich habe jetzt auch nicht eingesehen, nochmal einen schlechteren Bogen mitzunehmen, dass wir dann jedes Mal zwei Bögen haben. Also am Anfang hätte ich es als schlauer empfunden, jetzt mittlerweile nach dem Kampf oder auch so mitten im Kampf dachte ich mir dann, ja, was soll's, schnell nach Hause und reparieren. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut.